Tor 1. Elias Börtner, Alemannia Aachen. Im Drittligaspiel gegen Arminia Bielefeld ist eigentlich Bielefelds Keeper Kerskin in Bedrängnis geraten und haut den Befreiungsschlag nach vorn. Da gerät dann plötzlich Elias Börtner im Alemannia-Kasten nach einem Rückpass in ähnliche Bedrängnis und löst es nicht ganz so souverän wie sein Gegenüber. Und so bleibt die Klärungsquote der Torhüter in diesem Fall eben nur bei 50%. Tor 2. Max Putz, DJK Filzing. Tore mit der Hacke sind immer besonders schön. Dabei putzt er den Ball nicht seinem Nachnamen entsprechend raus, sondern vollendet nach Vorlage des eigenen Torpfostens blitzsauber mit der Hacke ins eigene Netz. Das 3:1 für Schweinfurt ist in diesem Fall also kein blitzblankes Tor, sondern eher Kacke mit der Hacke. Tor 3. Stefan Leiner, Borussia Mönchengladbach. Wer Angst vor Tunneln hat, sollte im Fußball am besten einfach immer die Beine zusammenhalten, dachte sich wohl auch Stefan Leiner im Spiel gegen Mainz. Dabei brauchte er in dieser Situation eigentlich gar keine Angst zu haben, schließlich war kein Gegenspieler direkt an ihm dran. Doch die intuitive Angst vor Tunneln war hier wohl größer. Ein Fußballerreflex, Beine zusammen, und tatsächlich geht der Ball da auch nicht durch. Dafür aber ins Tor. Tor 4, Felix Agu, SV Werder Bremen. Einmal volle Kraft voraus, dachte sich Felix Agu hier wohl. Gegen Leverkusen auch grundsätzlich eine gute Idee, nur leider nicht in dieser Aktion. Dabei ist Agu in dieser Situation sogar schneller als sein Gegenspieler Jeremy Frimpong, was wirklich nicht so leicht ist und was auch nicht viele von sich behaupten können. Leider aber auch so schnell mit dem Schienbein am Ball, dass der mit voller Kraft ins eigene Tor geht. Tor 5. Ayu Mur, Spielvereinigung 03 Fechenheim. Abgeklärt ist das Stichwort beim Führungstor für den FV Stierstadt in der Gruppenliga Frankfurt-West. Denn eigentlich will Ayu Mur in der Abwehr für Fechenheim doch nur abgeklärter sein als der Stürmer in seinem Rücken und den Ball vor ihm klären. Dabei macht er ihn mit Hilfe der Latte dann viel abgeklärter rein, als es jeder Stürmer aus dem Winkel hätte machen können. Da herrschte dann wohl Klärungsbedarf nach dem Spiel. Aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.